frage ich euch, wollt ihr die Kirchgemeinde und auch ihr Dorfbewohner, wollt ihr eure Kirche erhalten, für sie sorgen und sie mit Leben füllen? Wenn ihr dazu Ja sagen wollt, dann antwortet Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Nun kommt das Dritte. Bei einer Segnung von Menschen legen wir die Hände auf. Das geht bei einer Kirche nicht. Selbst, meint der René, der schon fast der Größte, das geht nicht. Und trotzdem, wenn wir nachher um den Segen bitten und jemand sitzt so, dass eine Mauer in der Nähe ist oder irgendwas, was ihr dazu anfassen wollt, dann berührt ruhig den Teil der Kirche, der euch nahe ist. Du sollst ein Segen sein für alle, die hier ein- und ausgehen. Und sie sollen zum Segen werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin jetzt Segen.